Hallo. Da bist du ja. Gehen wir. Was macht die Arbeit? Läuft ganz gut. Machst du immer noch diesen Computerkram? Mit diesem Großbäcker? Wie hieß er noch? Großhändler. Ja, sag ich doch. Pass auf! Ich hab gedacht, mit deinen Augen ist wieder besser. Nein. Wer soll ich fahren? Nicht? Hallo, hey. Lisa! Fred! Ha, bist du groß geworden. Isaac! Hallo, Mama. Schön, dass du da bist. Mama, Onkel Isaac ist da. Ihr habt lange gebraucht. Naja, Stunde 20. Ist nicht schlecht für einen Blindflug, oder? Ich bin zu schnell gefahren. Oh. Sein Auto kennt den Weg. Komm erst mal rein. Hallo, Molin. Hallo, Isaac. Wir haben dich ausquartiert. Du bist ja jetzt nicht mehr so oft hier. Und da ist das Zimmer dann für Molin, wenn sie kommt, mit dem Baby und für Fred. Und manchmal ist es auch mein Nähzimmer. Du schläfst dann im Gästezimmer, ja? Ja. Deine Sachen sind in der Kammer. Ist doch okay für dich hier, ja? Wo ist Jonas? Auf dem Dach. Hey! Isaac! Ich konnte nicht früher kommen, sorry. Immerhin, du hast nicht wieder abgesagt. Ja, ich hatte das Telefon schon in der Hand, aber war der Akku alle. Was ist los? Warum wolltest du so unbedingt, dass ich komme? Wieso? Eirik wird getauft. Ich will meinen Bruder dabei haben. Was soll los sein? Ich dachte. Guck. Das ist einer der letzten Tage, wo wir noch hoch könnten. Warum hast du denn Isaac nicht fahren lassen? Ich kenne die Strecke in- und auswendig. Jede Kurve, jeden Stein. Ja, und von Mal zu Mal wird sie dunkler. Ach,
Ist dir das auch schon aufgefallen? Irgendjemand macht da das Licht aus. Du sollst keine Witze machen. Du kannst die Schilder bald nicht mehr lesen. Wozu soll ich sie lesen? Ich weiß, was draufsteht. Ich fahre morgen früh auf den Geiringer rauf. Das sind so 2000 Meter, das ist okay schlimm. Ach, ihr Kind, lies mal. Bist du mir oder? Nein, der Wind stärke dir den Rücken, die Sonne scheine warm dir ins Gesicht, der Regen falle sanft auf dein Feld. Mhm. Heißt das, mein Enkel wird mit diesem Blabla von Wind und Regen getauft? Jetzt lasst uns essen. Das ist ein irischer Psalm. Irisch? Wieso irisch? Tore, meine Großmutter war irisch. Mhm. Ein Dickschädel wie du. Isaac, erzähl mal, was du jetzt so machst. Ich mach das, was ich immer mache. Online-Portale, Webseiten, Tierauftritte. Guck mal, du kleckerst. Der Junge braucht eine Brille. Wir sind alle mit einem christlichen Psalm getauft worden und nicht mit so einem Wetterbericht. Ihr geht morgen früh den Wein noch holen und dann die Kaffeemaschine von Tuva. Sag ihr, wir kommen erst am Nachmittag. Wieso? Na, weil wir morgen früh auf den Berg gehen. Ach so. Und die Taufe? Die ist erst am Sonntag. Wir haben ein Fest vorzubereiten. Das halbe Dorf kommt zu Besuch. Ja, aber es ist ja erst am Sonntag. Keine Sorge. Wir schaffen das schon. Um 4:30 aufbrechen. Kriegst du das hin? Klar. Bis morgen Mittag sind wir zurück. Isaac? Manche Dinge ändern sich nie. Oh Mann, ich habe den Wecker nicht gehört. Wie immer. Ich komme gleich, ja? Thank you.
Wie geht's deiner Selma? Stella. Oh. Ganz gut. Wir sind jetzt ein paar Monate zusammen, aber es läuft gut. Es ist toll. Ja, es fragt nicht. Tue ich nicht. Ja, ist ja besser so. Muss ich mir den Namen merken? Heißt es schon, Oda ist wieder zurück im Dorf. Sie hat die Wohnung überm Supermarkt. Ich dachte, die ist noch in Schweden. Nicht mehr. Sie hat ein Kind. Ist schön, aber es hält nicht lange. Ja, lass uns los. Ist okay! Danke! Weiter! Sag Marlin nichts davon, okay? Ich höre auch wieder auf. Es ist nur Stress? Ja, das auch.
Vater wird blind, Isaac. Es ist noch nicht ganz klar, wie lange es dauert. Wo es endet schon. Er wird den Betrieb aufgeben müssen. Aber du bist ja da. Ich meine, du machst ja jetzt schon fast alles. Und viel besser als er. Was ist? Ich weiß, Marlin ist jetzt schon stinksauer. Jetzt komm schon. Ich kann sie doch nicht mit einem alleine lassen. So typisch Jonas, oder? Wir sind mittags zurück. Es ist kurz vor 4. Ja, Ingrid Nerhus? Isaac. Endlich. Oh. Sie haben dich operiert. Schulter. Aber der Arzt sagt, das wird alles wieder. Jetzt 3 Tage her. Was
Was ist mit Jonas? Ist es schon lange? 3 Tage. Was ist denn heute? Mittwoch. Ich bin am Sonntag aus Orlesund gekommen. Erinnerst du dich? Der Einsatzleiter von der Bergwacht wartet draußen. Ich will mit dir sprechen. Er will wissen, wo Jonas und du, wo ihr genau wart. Die Suchtruppen, die können auch nicht rauf wegen der Lawinengefahr. Aber die Hubschrauber sind da. Ja. Wir waren an der Südhang. Jonas war weiter. Liegen bleiben, bitte. Ich hol ihn jetzt rein, okay? Und dann redest du mit ihm. Er heißt Mörk. Axel Mörk. Aber ihr müsst ihn doch finden. Es gibt doch Wärmebildkameras. Ingrid, es tut mir leid, aber nach 3 Tagen... Er ist jetzt wach. Du kannst rein. Du kannst jederzeit bei uns bleiben. Hm? Wir haben genug Platz. Das Hotel ist okay, aber danke. Ich muss morgen sowieso wieder nach Orlesund zu haben. Ja, mach nur, wie du willst. Ingrid. Oder? Ich hab's gestern erfahren. Es tut mir so leid. Sie suchen nach Jonas. Aber die Suchmannschaften, die können nicht hoch. Die Lawinengefahr. Wir hoffen einfach alle, dass noch ein Wunder geschieht. Und das ist Stella, Isaaks Freundin. Hallo. Und das ist Oda, eine Freundin der Familie. Und Isaak, wie geht's ihm? Er ist operiert worden. Aber da wird alles wieder. Kann ich ihn sehen? Ich glaube nicht. Er steht unter Schock. Sag ihm, dass er sich bei mir melden soll. Ja? Mach ich. Tschüss. Weiter runter.
seit Tagen, dass ihr da nicht hoch könnt. Und vom Hubschrauber aus seht ihr nichts. Aber wenn es in 4 Wochen immer noch so ein Wetter ist. Ja, ich weiß, dass du das gesagt hast. Aber du hast auch gesagt, dass du dich meldest, wenn du was erfährst. Und jetzt ist wieder ein Tag Ingrid, vergangen und ich warte immer noch auf deinen Anruf. Auf damit. Nein. Hier, danke. Nimm deinen Enkel und geh spazieren, wenn du nicht weißt, wohin mit dir. Ich möchte bitte Axel Mörk sprechen. Auf dein Wohl. Benta hat Suppe gemacht. Willst du was essen? Ich hab keine Hunger. Aber du musst was essen. Soll ich dir was aufheben? Nee. Wie geht's Marlin? Sie versucht zu schlafen. Sie hat seit Tagen nicht geschlafen. Die haben wieder Sturm angesagt. Mich macht das verrückt, das Warten. Dass man nichts machen kann. Ich will Jonas hier haben. Hier bei mir. Kannst du Eirik mal nehmen? Ja. Bitte. Bitte. Hallo. Jonas wurde immer noch nicht gefunden. Der Betrieb bleibt heute und morgen noch geschlossen. Ihr könnt alle nach Hause gehen, zu euren Familien. Neuigkeiten, die werden euch dann mitgeteilt. Tore? Tore? Am Montag, da kommen die LKWs mit. Lerche, Kiefer, Tanne. Die Bücher sind voll, wir arbeiten in 2 Schichten. Irgendwer muss Jonas vertreten. Ich bin Handwerker, Tore. Ich kann mit Papier nichts anfangen. Lass mir Zeit bis Montag. Wie lautet das Passwort für seinen Rechner? Hast du es, Dine? Das liegt vor dir auf der Ablage. Gibt es die alte Kundenkartei noch, Pamela? Die gibt's schon lange nicht mehr. Brauchst du Hilfe? Nein.
Ich hab doch gesagt, ihr könnt nach Hause gehen. Kaufen wir kein Hähnchen. Was denn für welche? Ich meine, es gibt ja unterschiedliche. Es gibt struppige, glatte, schwarze, gefleckte. Mir doch egal. Fred. Wird doch eh nichts mehr draus. Ist Mama da? Hallo, Marlin. Nächste Woche wollten wir anfangen, das Kinderzimmer fertig zu machen. Fensterseite blau streichen, hellblau. Die Teflon weiß und Schmetterling. Marlin. Im Sommer wollten wir fertig sein, an seinem ersten Geburtstag. Warum musstest du ihn überreden? Was? Ohne dich wäre er nie auf die Idee gekommen, nochmal auf den Berg zu gehen. 2 Tage vor der Taufe alles stehen und liegen lassen. Ich hab ihn nicht überredet. Er wollte mit mir über irgendwas reden. Worüber? Weiß nicht. Das wollte ich dich fragen. Mich? Ja, ich dachte, du wüsstest vielleicht. Du willst mich fragen, ob Jonas Sorgen hat? Was auch immer es war, es ist nicht mehr wichtig. Es interessiert keinen mehr. Warum bist du hergekommen? Du hättest einfach in Orlesund bleiben können. Du warst an Weihnachten nicht da und du warst nicht da, als Eirik geboren wurde. Warum bist du jetzt da? Warum bist du hier? Zieh das an, ist noch kalt. Mir ist es kalt. Du ziehst ihn aber trotzdem an. Ich brauche keinen Pullover. Und deine Mama braucht keinen kranken Jungen, nicht jetzt. Also sei still und zieh das an. Du bist doch auch wieder gesund. Vielleicht hat Papa nur ein Bein gebrochen. Vielleicht. Nein. Aber vielleicht sitzt er auch hinter einem Felsen und braucht Hilfe. Bestimmt friert er und wir. Nein, Fred. Warum denn nicht? Weil ich Glück hatte und dein Papa nicht. Aber das ist so ungerecht. Ja. Hat es ihm wehgetan?
Ich glaube nicht. Wirklich nicht? Weißt du, das Zurückbleiben, das tut weh. Und die Angst, aber der Tod selbst, das tut mir weh. Weißt du doch gar nicht. Wie willst du das wissen? Vater. Ist alles ganz übersichtlich aufgebaut. Kundenkartei, Buchhaltung, Eingang. Die Banken, die Steuer. Schau, kannst dich leicht einarbeiten. Nein. Penilla kann dir helfen. Jetzt guckst du dir doch wenigstens mal an. Du bittest einen Mann ohne Arme, die Koffer zu tragen. Jonas ist für uns unersetzlich. Aber es muss jemand geben, der seinen Platz einnimmt. Wenigstens vorübergehend. Stine Hellström. Stine? Hat zwei Kinder, arbeitet nur halbtags. Denkst du an mich? Du hast vor 5 Jahren schon einmal Nein gesagt. Ja, weil Jonas der Bessere war. Er war bereit zu helfen. Weil es nötig war. Nein, ihr wolltet ihn und nicht mich. Zu mir hast du kein Vertrauen gehabt. Jonas kommt nicht zurück. Jonas ist tot. Ich bin der Falsche. Isaac. Vater, ich bin der Falsche. Isaac, warte. Du bist nicht nur du selbst. Du hast deine Familie. Ja. Und wer hat nicht dazugehört zu dieser Familie? Das ist nicht wahr. Doch, Jonas war dein Sohn. Und ich war irgendwie dabei. Eine schlechte Kopie. Du hast dich selbst ausgeschlossen. Du bist nie gekommen, wenn du eingeladen warst. Warum hätte ich denn kommen sollen? Jedes Mal wieder anzuhören, dass ich nicht so bin wie er. Du bist nach Olsen verschwunden, als es drauf ankam. Hast dich in Diskotheken rumgetrieben und deinen Bruder mit der Firma allein gelassen. Dieses geht schon wieder genau so los. Hörst du dir eigentlich manchmal zu, Vater? Du und diese bescheuerte Idee, klettern zu gehen. Wenn du nicht gewesen wärst, dann... Dann was?
Isaac, dein Vater meint es nicht so, wie er es sagt. Falsch. Du bist diejenige, die hier nicht sagt, was sie denkt. Der redet doch drauf los, ohne Rücksicht auf Verluste. Bleib bitte. Deinen Bruder haben sie noch nicht gefunden. Wir brauchen dich hier. Ja, wofür? Als Sündenbock? Weil ihr unbedingt jemand verantwortlich machen müsst für seinen Tod? Bitte? Wärst du lieber, ich wär tot. Wie kommst du denn darauf? Mir schon. Nein, du bist jetzt nicht. Du bleibst hier. Du bleibst jetzt hier, mein Sohn. Nein, du verschwindest nicht. Du läufst jetzt nicht einfach weg. Du bleibst jetzt hier und du setzt dich dahin. Ich denk dich an! Du setzt dich dahin und du hörst mir zu! Du hast 2 Tage gebraucht, um auf die Welt zu kommen. So, als ob du nicht weißt, ob du wirklich hier sein willst. Wenn du ins Bett gehen solltest, dann warst du ganz unruhig. Und wenn du morgens aufstehen solltest, du müde. Wenn du liegen solltest, dann wolltest du stehen. Und wenn du sitzen solltest, dann wolltest du laufen. Und du hast gelacht, wenn du dir wehgetan hast. Und geweint, wenn du glücklich warst. Du warst einfach nie eins mit dir. Weißt du, Jonas war da anders. Aber das ist ja auch klar. Der ist doch ein ganz anderer Mensch. Sag ich doch. Es hat einfach den Falschen erwischt. Stella, ich muss hier weg. Nein, es geht kein Flieger mehr. Kannst du mich holen? Ja? Danke. Das ist Emma. Mama, wer ist der Mann? Das ist Isaac. Sagst du guten Tag, Emma.
Sie suchen Jonas noch immer, nicht wahr? Nein. Erst wenn das Wetter wieder besser wird. Ist noch Lawinengefahr. Mama, wann spielen wir weiter? Gleich, mein Schatz, okay? Das ist das Schwerste. Das Warten. Willst du mit uns zu Abend essen? Ich war bei euch letzte Woche. Ja, ich weiß, ihr habt dich gesehen, aber nur kurz, da warst du schon weg. Ja, ich habe mich nicht reingetraut. Es waren so viele Leute da. Ach, Rode. Wir sind doch zusammen groß geworden. Das hättest du doch machen können. Ja. Aber wir hatten noch keinen Kontakt mehr seitdem. Mama, wann geht der Mann? Du gehst jetzt ins Bett, mein Schatz, okay? Es dauert einen Moment. Ich lese dir noch eine Geschichte vor. Hm. Oh, bist du schwer. Kann ich irgendwas tun? Warten. Hm. Wo waren wir? Keine Geschichte. Nicht vorlesen? Geschichte reimen. Na gut, warte. Okay, warte. Es war einmal ein kleiner Troll. Der ging in den Wald und fraß sich voll. Das waren aber keine Speisen, sondern Hundescheiße. Guten Tag, mein Schatz, ja? Schlaf gut. Tür auflassen, Licht reinlassen. Ja, mach ich. Schlaf gut, mein Schatz. Isa? Deine Freundin. Ja. Stella? Hey, sorry, ich bin eingepennt. Hm? Wo bist du denn? Achso. Ja, du musst bei Wallström klingeln. Ich komm runter. Ja, ja. Ist schon da. Los.
Ingrid hat angerufen. Rufst du sie zurück? Nee. Wieso nennst du sie jetzt Ingrid? Wir waren mehrere Tage gemeinsam im Krankenhaus. Bei dir am Bett. Isaac, deine Mutter hat dich nicht aus den Augen gelassen. Ich bin nicht so wie Jonas. Das kann ich mir einfach nicht verzeihen. Ich finde, da tust du ihnen Unrecht. Nee, du kennst sie nicht. Ich glaube eher, dass du dir nicht verzeihen kannst. Es sind noch Eier da, falls du Hunger hast. Ich habe dir für nächste Woche Termine bei Wilde Ekström gemacht. Wem? Meiner Physiotherapeutin, sie ist sehr gut. Du kannst bei ihr die Reha weitermachen. Und Lars hat angerufen. Du sollst keinen Gedanken an Arbeit verschwenden und einfach nur schnell gesund werden. Sie machen den Job im Kulturzentrum erstmal ohne dich. Stella, komm her. Ich muss zur Arbeit. Bitte, komm her. Zeit. Nachrichten bitte nach dem Signal. Wilde Ekström, Physiotherapie. Guten Tag, Herr Nervus. Sie hatten heute einen Termin um 11.30 Uhr, den Sie leider nicht wahrgenommen haben und den wir Ihnen in Rechnung stellen müssen. Bitte melden Sie sich in unserer Praxis. Die Nummer? Ja, hallo? Oder? Ich bin's, Isaac. Wo bist du?
längst nicht gut. Ich wollte nur deine Stimme hören. Isaac? Kann ich dich sehen? Nimm den ersten Flieger und vom Flughafen ein Taxi. Ich bin hier. Isaac? Bis später, gell? Weißt du noch, wie Jonas und du, wie ihr versucht habt, den Ziegenbock zuzureiten? Ja, klar. Das war alles komplett dreckig. Das war alles, meine Hose war zerfetzt, die Jacke war kaputt. Ich hab's dann im Schrank versteckt, damit meine Mutter es nicht findet. Und hab's natürlich gefunden, sofort. Ich muss 2 Tage lang Holz hacken. Du hast nicht das Holz gehackt. Jonas hat das Holz gehackt. Das hat das Holz gehackt. Ich habe ihn geliebt, oder? Aber ich war so eifersüchtig. Ich habe als Kind oft geträumt, dass ich auf ihm sitze und ihn ganz langsam ersticke. Ich hab mir gewünscht, dass er tot ist. Dass er weg ist aus der Familie und ich dann das einzige Kind bin.
Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Draußen am Wasser. Zusammen mit Stine Hellström. Stine ist eine Assistentin. Ein Mann und zwei Kinder, das kann nicht sein. Sie sahen aber sehr verliebt aus. Das kann nicht sein. Ich muss den verwechselt haben. Sie sind da. Na, Isaac. Kommt die Erinnerung wieder? Kann sein. Das hilft beim Vergessen. Wenn die Hände arbeiten, meine ich. Ich muss noch mal in Jonas Büro. Ist offen. Wo ist Tine? Immer noch krank. Seit dem Unfall ist sie nicht mehr gekommen. Migräne, glaube ich. Die Bergwacht war bei uns. Sie haben die Suche eingestellt. Jetzt müssen wir warten, bis die Natur ihn irgendwann freigibt. Ja, ich weiß, es war nicht immer einfach mit mir. Aber wenn du bleiben könntest, du hättest ein gutes Leben hier. Ich bin Informatiker und kein Kaufmann. Jonas war das auch nicht. Den Papierkram, den begreifst du schnell. Außerdem hast du hier schon mal gearbeitet. Ja. An der Säge. Die Säge kommt es an. Vater, ich lebe in Ohlesund. Ich habe da eine Freundin, ich habe eine Wohnung, Kunden. Ich meine, wie stellst du dir das denn vor? Wenn du Nein sagst, muss ich verkaufen. Du musst den Betrieb in fremde Hände geben. Nach 46 Jahren. Denk an die Leute. Du kennst sie alle von früher. Pia, Christian, Anders. Und alle haben Familie. Es wäre nur für eine Zeit. Ich denk drüber nach. Das hat nicht gehorcht. Er hat immer gesagt, wenn... Ach.
Fine! Warte. Niemand im Dorf oder meiner Familie erfährt von dir und Jonas. Was? Es ist nichts passiert, ist das klar? Marlene, hast du schon genug auszuhalten, auch ohne diese Scheiße? Es war nichts. Jonas hätte seine Familie nicht verlassen, nie! Und ich hätte meine Familie nie verlassen. Denkst du, das war uns nicht klar? Trotzdem habe ich ihn geliebt. Und er hat mich geliebt. Und das war nichts. Christine. Er fehlt mir jeden Tag. In jeder Sekunde, die vergeht, vermisse ich ihn. Hier ist um sie. Oder weshalb bist du hier? Stella, es ist nicht so einfach. Oh doch, das ist es. Du schläfst entweder mit ihr oder du schläfst mit mir. Nein, es geht doch auch um meine Familie. Mein Vater braucht dringend Hilfe in der Firma. Du hast immer gesagt, das kommt nicht in Frage für dich. Ja, da war Jonas aber noch am Leben. Dein Vater macht es sich zu einfach. Das kann er nicht von dir erwarten. Ja, und was ist mit Marlin? Und was ist mit den beiden Kindern? Zurück nach Hause. Zurück in den Betrieb, zurück zur allerersten Frau in deinem Leben. Das ist ein bisschen viel zurück, findest du nicht? Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht, was soll das heißen, vielleicht? Dass du selbst nicht weißt, was du tust? Isaac, du hast deinen Bruder verloren. Du bist noch unter Schock. Du bist selbst noch nicht gesund. Ich verstehe, dass du völlig durcheinander bist, aber was du davor hast, das ist doch Irrsinn. Das war Jonas' Leben und nicht deins. Du kannst nicht einfach in seine Schuhe steigen und an seiner Stelle weiterlaufen. Das heißt hier einfach. Nichts ist einfach. Gar nichts. Nicht einmal sterben. Und ich? Was soll ich tun? Darauf warten, dass du noch mal scheiterst? Es wird nicht gut gehen, das mit euch beiden. Willst du mit oder einer Familie machen? Gerade du? Mit einem Kind, das nicht deins ist? Bitte geh ins Bett! Das ist alles nicht so einfach für Emma. Sie ist einfach nicht gewohnt, mich zu teilen. Und jetzt bist du da. Vier Wochen da. Da war ich ja schon schwanger. Wir waren ja erst ein halbes Jahr getrennt und da. Das mit Knut, das hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte unser altes Leben zurück. Ich wollte unser Kind zurück. Oder Isaac, ich liebe dich immer noch. Das hat nie aufgehört. Oder geh zu ihr. Geh.
Ist alles gut. Wo gehst du hin? Weg. Irgendwo hin, wo nicht immer irgendjemand unglücklich wird, nur weil ich auftauche. Egal, was ich tue, ich mach kaputt, was vorher gut war. Ich mach's kaputt. Du bist so anmaßend, Isaac Nervus. Du denkst wirklich, dass alles immer nur deinetwegen passiert. Die Dinge passieren, weil die Menschen Fehler machen. Weil die Welt sich dreht. Und aus keinem anderen Grund. Ich ging hinauf unter dem grauen Laub, ganz grau und aufgelöst im Ölgelände, und legte seine graue Stirne voller Staub tief in das Aufgelöstsein der heißen Hände. Nach allem dies, und dieses war der Schluss, jetzt soll ich... Wo soll's hingehen? Hoch. Ja, steig ein. Oda, ist Isaac bei euch? Nein. Er ist verschwunden. Er ist weg. Willst du echt da hochgehen? Ohne Ausrüstung? Ich mach nur ein paar Fotos. Fotos? Ich habe auch seine Freundin in Orlesund angerufen. Stella. Sie weiß auch nicht, wo er ist. Wann warst du denn das letzte Mal mit ihm zusammen? Gestern Abend. Da war er die ganze Nacht bei mir. Und dann plötzlich ist er weg. Aber er war so. Und ich weiß auch nicht, er war so. Er will Jonas suchen. Er ist in die Richtung gegangen. Er hatte nicht mal eine ordentliche Ausrüstung dabei. Er sagt, er wollte nur ein paar Fotos machen. Alles klar, Leute. Es gibt neue Informationen. Wir müssen ein anderes Gebiet durchsuchen. Wir teilen uns wie immer in drei Gruppen auf. Gruppe 1, Gruppe 2 in der Mitte und Gruppe 3 rechts. Auf geht's! Helikopter, Helikopter, kannst du mich hören? Over. Helikopter, kannst du mich hören? Over.
Sie ist noch stehen geblieben. Sobald sie getragen wird, geht sie wieder. Wo lag er? Viel weiter östlich. Isaac war noch mal oben, hat ihn gefunden. Fred hat fast den Bus verpasst. Hatte keine Mütze auf. Hat er was gegessen? Ja. Also, geh und nimm ein Bad. Und zieh dir was an. Räum hier auf und mach deinen Kindern was zu essen. Ja. Sie haben ihren Vater verloren. Nicht nur du, dein Mann. Ich wollte dir was zeigen. Ist schön geworden. Danke. Hier. Das war Jonas Schreibtisch. Er wollte wahrscheinlich in einen Windpark investieren oder so. Wie? Da hast du gar nichts von gewusst? Nein. Wahrscheinlich wollte er es zuerst mit dir besprechen. Er hat bestimmt gehofft, dass du ihm helfen würdest mit dem ganzen Computerkram und so. Das war's, worüber er mit mir reden wollte. Wahrscheinlich, ja. Isaac. Jonas hat dich immer beneidet. Um dein freies Leben. Dass du gemacht hast, was du willst. Und darum, dass du es geschafft hast, von ihr wegzugehen. Thank you.
Hier hat er das alles machen wollen. Was Eigenes. Was Eigenes, Vater. Genau wie ich damals. Mit meiner Säge. Mein Vater wollte damals auch immer, dass ich, naja. Wir begraben Jonas hier. Genau hier. Du. Wie ist der Name deines Kindes? Eirik. Eirik Tore Nerus. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Möge dieser irische Psalm von deinen Eltern mit Bedacht erwählt, dir ein treuer Begleiter durch dein Leben sein. Die Straße komme dir entgegen, der Wind stärke deinen Rücken, die Sonne scheine sanft auf dein Gesicht, der Regen falle weich auf dein Feld, bis wir uns wiedersehen, berge Gott dich in der Güte seiner Hand. Mitten. Ein Narrenschiff.